Leute, was geht ab, Leute, Junge? Ich bin wieder fit und ich treffe jetzt eine Freundin. Hab gerade, war ich auf Kawagu, All You Can Eat. Kennt ihr, da waren wir schon öfters. Wir finden den Laden ziemlich gut und in letzter Zeit geht der richtig krass ab. Also es war richtig voll. Letztens habe ich eine Story gesehen, da war es auch so voll. Habe ich denen Glück gewünscht. Und wir hatten ja ein kleines Gespräch mit der Besitzerin, also freut uns sehr. Und, boah, Digga, worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, läuft bei denen. Und ja, ich habe meine Familie gerade zum Essen eingeladen. Mein kleiner Bruder hatte am Mittwoch Geburtstag. Und ja, einfach ein bisschen was für die Familie machen. War gut, war gut. Meine Eltern gehen nicht so oft irgendwo weg essen. Das war echt eine interessante Erfahrung. Ja, aber nicht Deutschland. Deutschland wird zurzeit geführt von einer, ich will das mal höflich aussprechen, impotenten Versagerregierung. Knack mal bitte oben hier für die Kamera. Oh. Ein paar Pakete noch abgeholt. Die sind eigentlich schon Donnerstag gekommen, aber Donnerstag war ich nicht zu Hause. Deswegen habe ich auch das hier bekommen. Noch ein Paket, das ist bei den Nachbarn oben, mit denen ich Beef habe. Zum ersten Mal ist es an der richtigen Packstation angekommen, also die am nächsten zu mir ist. Und nicht irgendwo. Snackbox, die wird nächsten Freitag aufgemacht. Und hier noch die anderen Energy Drink Sorten von White Columbia, von AZ und Zuna. Hätten wir eigentlich am besten Freitag mit der Special Edition, die wir bekommen haben, Honey Melon testen sollen. Aber egal, jetzt noch. Weil sonst habe ich nichts für euch heute. Heute war Family Day. Mit der Familie essen. Einfach mal was mit denen machen. Die haben sich gefreut, also macht was mit eurer Familie, Leute. So. Genau, jetzt neu, Honey Melon, genau. Und da haben wir die anderen drei Sorten. Bin gespannt. Chong war gestern zu tot, er hat noch alles Shisha-Zeugs dagelassen. Deswegen können wir uns auch direkt noch eine Shisha gönnen, weil das soll, wird vermarktet als Shisha-Getränk. So. Das ist die neue Sorte Honey Melon. Schmeckt dezent. Haben wir gestern schon angetestet. Sie schmeckt gut, aber wirklich dezent, also nicht zu süß, weil das ist auch der Sinn wegen Shisha und so. So, das Gelbe ist Mango. Okay, vergesst nicht, das sind alles Energy Drinks, oder? Ist das mit Taurin und so? Ne, eigentlich nicht. Da ist gar kein Taurin, Koffein und so dabei. Hä? Da ist gar nicht. Aber okay. Mango? Auch gar nicht so stark der Mango-Geschmack. Kohlensäure ist am Start. Nicht süß. Muss erstmal alle auf mich wirken lassen. Als nächstes haben wir Blueberry. Alter, ich muss echt sagen, ich habe ja das Shirin David Dirty probiert und da war auch Blueberry. Ich habe sie zu früh gelobt. Ich habe gesagt, yo, Blueberry voll selten und so. Aber Four Girls hatten das vorher hier auch wieder Blueberry. Da war ich echt fehlinformiert. Also Blueberry doch recht verbreitet. Ich muss ehrlich sagen, Blueberry stinkt ein wenig. Ist jetzt kein angenehmer Duft. Die sind alle interessant. Nicht schlecht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, boah, super lecker. Aber so soll es ja auch sein. Das soll ja nur so nebenbei mit Shisha und so.
das soll nicht pappig werden, das soll nicht zu süß werden, das soll den Tabakgeschmack wahrscheinlich nicht zu stark beeinflussen. Und schwarz, boah, schwarz sieht aber auch krank aus. Die sieht eigentlich auch geil aus, Mango, zu Gold. Schwarz ist wahrscheinlich basic. Ah, Traube. Das steht hier aber nicht. Hier steht gar nicht, was es ist. Weil hier steht immer unten, was es ist. Und beim Schwarzen steht es nicht. Aber Traube. Okay. Boah, wie das so rausdampft, Ansgar. What the fuck, es riecht nach Cola. Er schmeckt null nach Traube. Ganz leicht, doch, doch. Aber eigentlich schmeckt es nach... bisschen nach Pepsi, Digga. Nee, nicht nach Pepsi. Es schmeckt ein bisschen so nach... Ja-Cola. Klingt jetzt voll schlecht, weil ja halt, aber... diese... Aldi-Cola, so schmeckt's. Nee? Also Fazit, schmecken nicht schlecht, aber auch nicht krass. Also die haben keinen Suchtfaktor wie Brattee oder auch manche Sachen von 4 Bros. Ich trinke weiterhin lieber Wasser zu meiner Shisha, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, dass es nicht zu pappig und süß ist und der Geschmack ein bisschen dezenter ist. Haben die sich wahrscheinlich alles durchdacht für Shisha. Schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung dazu, falls ihr die schon probiert habt. Aber ja, kann man machen. Es soll ein Energy Drink sein. Ich habe jetzt nichts von Koffein oder Taurin oder sowas gelesen. Ich hoffe, ich kann jetzt noch einschlafen. Es ist schon relativ spät. Wie gesagt, ich war den ganzen Tag mit der Fam unterwegs. The Family. Kuss geht raus an Azad und Suna, KMN Gang. Vielen Dank, dass ihr mir das geschickt habt. Auch wenn ich jetzt nicht allzu positiv darüber geredet habe, das nicht krass gehypt habe. Ich hoffe, die nächsten Produkte kommen weiterhin an bei uns. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und nicht Facebook, sondern Twitch. Investiert in Bitcoin und DeFi. Cashflow generieren. Zinseszins einfach laufen lassen und Leben genießen, so wie wir. Ihr wisst Bescheid. Serious Business und ciao.